Herzlich willkommen zurück in New Orleans. Wir sind Gabriel Knight, jener junge Mann hier. Und wir hatten das letzte Mal das Problem, dass wir diesen Tag nicht beenden können. Und auch unsere dusseligen Hinweise geben nichts mehr her. Denn wir scheitern hier durch Suche Omas Dachkammer und erfahren mehr über Heinz Ritter. So. I'm gonna go up to the attic again. Enjoy yourself, dear. Ja, und ich habe jetzt offline einiges probiert. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich habe keine Ahnung, wo es einen Hinweis gegeben haben sollte zu diesem Ding hier, zu dieser Uhr. Ich finde nichts. Also wenn irgendeiner weiß, wo es dazu einen Hinweis gibt, ich weiß es nicht. So, das heißt, ich hätte jetzt die brachiale Lösung nehmen müssen und bis zu 72 Mal das probieren, jede volle Stunde plus eben die 6 Symbole. Davon ausgehend, dass wirklich auch nur die volle Stunde gemeint ist. Und da habe ich mir gesagt, ich glaube, ihr habt einen Dachschaden. Ihr habt einen Dachschaden. Ja. Nein. Und habe dann mir gesagt, ich werde jetzt nicht 72 Mal das Ding hier umstellen. Das ist ja wohl einfach ein Scherz. The key winds the clock's mechanism. Genau, und habe jetzt entsprechend schlicht und ergreifend nachgeschaut bei jemand anders, wo das zu lösen ist. Also ich weiß nicht, wo ich jetzt hier dieses Drachensymbol und die 15 Uhr, wo mir das in irgendeiner Form gesagt worden wäre, ein Hinweis mit der Großmutter. Ich habe probiert, aber das Problem ist natürlich auch, ja, im Tagebuch steht ja nichts drin, das ist noch buggy, ja, deutsche Einträge gibt's nicht. Und bei den Hinweisen steht schlicht und ergreifend, durchsuche Omas Dachkammer und erfahre über Heinz Ritter. Das ist also jetzt das zweite Mal nach diesem blöden Hörnchen, wo ich echt sagen muss, Leute, hier muss dringend nachgearbeitet werden. Die Hinweise sind absolut teilweise nicht in Ordnung. So könnte man stundenlang jetzt noch suchen. Can we talk, Gran? Of course, my boy. How can I help? Stundenlang noch suchen. Wo man... Ah ja, warte mal. Vergiss es. Oh, nothing. Never mind. Ich sollte vielleicht das erstmal anschauen, was ich da gefunden habe. The letter is written in German, but Gabriel determines what he can about it. It was sent from a place called Schloss Ritter in Rittersburg, West Germany. The letter is addressed to Mainz own Heinz and signed Wilhelm Ritter. One of the reoccurring words strewn throughout the letter is the word Schattenjäger. The only other thing that Gabriel can decipher about the letter is a sense of urgency in the handwriting and in the heavy use of a quill tip, bold strokes and underlining. Bling, bling, blang. Ja, kann man den noch irgendwie vergrößern, sich anschauen? Nein, das hatte ich ja schon. Ja. Dass man das nicht abbrechen kann, ist auch so. Toter Schick. Ja, das ist das Gleiche. Also ich kann es mir nur vorlesen lassen. Also das muss... Also wie man den hier da oben auf diese Kombination... Ich weiß es nicht. Does this mean anything to you, Graham? No, dear. I'm afraid I don't speak a word of German. Hä? Ich muss doch mit ihr jetzt über den Schattenritter... Of course, my boy. How can I help? Sprechen. Ah, jetzt haben wir die Punkte drinne. Schattenjäger und Heinz Ritter. Also, das ist ein bisschen ärgerlich gemacht. Das zweite Mal jetzt mit diesem blöden Eichhörnchen auf dem Friedhof und hier
die Uhr zu entschlüsseln, denn ansonsten kommen wir hier definitiv nicht weiter. Have you ever heard of a Schattenjäger? 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 Oh, how odd, Gabriel. I haven't heard that word in years. My goodness, you've given me a chill. Your granddad used to say that sometimes in his sleep. Really? Do you know what it means? No, I'm afraid not. I asked him about it once. I don't think he answered me. Odd. Huh. Thanks, Gran. Okay, dann fragen wir mal zu Heinz Ritter. Do you know anyone named Heinz Ritter? Heinz Ritter? Oh, Gabriel. Where did you hear that name? I found a letter in Granddaddy's clock. Oh, I promised I'd never tell you or your father, but I suppose it doesn't matter now. Tell me, Graham. Your granddad's name was Heinz Ritter before he came to America. He changed it to Harrison Knight legally when he arrived. Aha, okay. Und was fragen wir nochmal zu Heinz Ritter? Why did Granddad change his name? I don't know. I tried to ask him about his family and his life before America, but he didn't want to talk about it. He never even told me about his name change. I found out one day when I saw his passport in a drawer. Since he obviously found it painful, I never questioned him about it. But I'm sure it wasn't trouble with the law. Your granddad was the best man I ever knew. Okay. Didn't Granddad ever say anything about his past or his family? Only that his family was crazy and that he never wanted to see them again. He believed in some family curse. Thought that he could spare Philip and Philip's children from what he called old nightmares. Whatever Harrison wanted to spare you, though. Oh, it cost him plenty. He never did sleep well, and he would often get a faraway, guilty look in his eyes. He was wrestling with something he thought he should be doing, someplace he thought he ought to be. I don't know how he could think that he should be anywhere but with me and our child. It's a terrible way to live. Also diese Albträume ziehen sich da anscheinend durch die gesamte Familiengeschichte. Warum auch immer. Dann befragen wir sie mal zu Wolfgang Ritter. Do you know anyone named Wolfgang Ritter? Wolfgang Ritter? Oh, no, dear. Huh. Odd. As I said, your granddad's surname was originally Ritter. Kling, 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 kling. Ich könnte fast vermuten, dass dieses Kling, kling, kling jetzt uns die Möglichkeit endgültig gibt, mit dem verdammten Wolfgang Ritter zu telefonieren. Was ja auch nicht funktionierte. So, okay, dann würde ich sagen, das war's. Den Rest brauchen wir nicht. Gib mir noch ein Kompliment. Ach, you've lost weight. Are you caught in a new man? Oh, Gabriel, don't be silly. You know there'll never be anyone but your granddad for me. Ah. Okay. Ja, Oma, wir müssen weiter. Oh, nothing. Never mind. All right, dear. Weil hier steht ja lustigerweise kein Telefon in dem ganzen Haus. Da würde ich sagen, auf den Bock. So. Home Sweet Home? Können wir gerade mal fragen, I knew you'd miss me, so ob Grace da was rausbekommen hat? Really? I forgot you were gone. Ach, Grace, sei nicht so schnippisch, nur weil ich mal mit der Malia ein bisschen geflirtet habe. Got a minute, Grace? What's up? What's up? Schattenjäger. Have you ever heard of a Schattenjäger? No. Is that a voodoo word? I don't think so. It's German. No, sorry. I don't speak German. Dann fragen wir mal zu den Nachrichten. Do you have messages for me? Nope, none right now. Alex, kann man auch eine Forschung, aber es ist nicht gelb, glaube ich. Could you do some research for me? Sure, what? Nee, dann sind wir jetzt hier durch. I can't think of anything. Und gehen hier erst einmal raus. Und versuchen jetzt endlich mit dem Telefon... mit dem Telefon an Wolfgang Ritter zu kommen.
Ich weiß 011. Dial 011 first to get international? Ja. 0 1 4 9 0 9 3 2 4 1 2 3 4 und Dial. Wenn du jetzt nicht wählst, ich bring dich um. Oh, er wählt. Guten Tag, Sie haben Schloss Ritter erreicht. I'm looking for Wolfgang Ritter. Ja, einen Moment. Ja, is this Gabriel on the phone? This is Gabriel Knight. Why are you calling me, Mr. Ritter? I've been having premonitions of great danger for you, Gabriel. You must leave New Orleans this very day. What in the hell are you talking about? It is hard to explain on the phone. I have had dreams about you. It took me a long time to have you tracked down. I knew that Heinz had a grandson, but until these dreams started, I did not know if I should contact you. You say you're related to my grandfather? Heinz was my brother. There is much about the family that you should know. Come to Schloss Ritter in Rittersburg, West Germany. It is our family home. I will tell you everything when you come. You must come immediately. You are in great danger there. Look, I appreciate the family spirit and all, but frankly, I don't know you from Adam. And I'm not going to fly off to Germany, even if I could afford it. Gabriel, please. If you won't listen, at least let me send you something. It is a journal from one of your ancestors. Promise me you will read it. You are the last of our line. I'm too old to carry on. You are our last hope. Please, for your family, read the journal. All right, I'll look at it. Good. Now be careful and come to me as soon as you can. Goodbye. Kling, kling, klang. Und damit haben wir diesen Punkt auch erledigt. Endlich. So, haben wir jetzt überhaupt noch irgendwas drin in den Hinweisen? Naja. Die Hinweise sind fertig. Damit dürfte der Tag eigentlich gelaufen sein. Und ich denke mal, das schaffen wir, indem wir zur Tür rausgehen und uns dann in die Falle hauen. Vielleicht hätte ich auch einfach auf das Kartensymbol klicken sollen. I've got some things. Aber so erschleiche ich mir noch ein paar Sekunden im Gameplay. It's getting late. Jawohl, ja. He decides to go home for the day. Okay. Aha, Gracegate. Im wunderbar leeren New Orleans. Oh, Telefon für uns. Hello. It's me. I can't sleep. Oh, me neither. Oh, Malia, Malia. Oh, und ich darf auch noch kommen zu ihr natürlich. Bei ihr, zu ihr. Was eine wunderschöne Nacht. Und es wird morgen. Das Motorrad ist weg. Jawohl, ja. Day 5. Der fünfte Tag. Der Fahrt blockiert. Die Wahrheit war verweigert. Die weiße Fahne schwenkte. Rückgang verlangte alles. Und alles, das ich trotzte. Tja, ich bin leider nicht kein Philosoph. Keine Ahnung. Mit dieser Art Gedichten kenne ich mich nicht aus. Dafür mit dem schwingenden Popoteil von Grace, die gerade aufschlägt, schon mehr. Ja, ist kein Wunder, dass der Typ nicht irgendwie klarkommt. Ist ja nichts los, da ist ja keiner unterwegs. Da kann ich auch kein einziges Buch verkaufen. So. Are you okay, Gabriel? Sure. Great. Why? I'm worried about you. If I were any better, Grace, I'd be dead. Now, what's up? You got another package this morning, overnight from Germany. Overnight? Where is it? Well, it kind of came open, but I salvaged the contents. There was a letter from your great uncle Wolfgang and a journal. The package just came open, huh? How'd you like the journal? Someone has to look after you.
You're in trouble, in case you didn't know it. Yeah, you've been reading my horoscope again, haven't you, Grace? Just read the journal carefully, Gabriel. Please. I got it. St. George's books. Oh, Professor Hartridge. I'm glad you called. Did you? Oh, you did. You did. Oh, wait. Slow down. They agree. Really? You think that's them? Wheel within a wheel. Ogun Bat agree, huh? Well, that does sound like it. Dambala, the snake. That's the wavy pattern at the bottom. Okay. The 1791 slave revolt in Santo Domingo? Well, why would the Veve show up there? Uh-huh. Okay. Look, I'll come over as soon as I can, okay? Relax, Professor. I'm excited too, but you're gonna give yourself a heart attack. Okay, thanks. Großer Gott. See ya. Also war irgendjemand im Laden und hat das Paket geöffnet? I wish you'd tell me what's going on. I swear you're gonna step into a hole you may never get out of. Don't look so worried. No one knows what I'm doing. I'm perfectly safe, and I'm getting some great stuff for the book. Besides, there's something about all this. My dreams. What about your dreams? Oh, nothing. I'll be careful. I promise. We got that book you ordered in this morning. The one on rhododrums. Really? Great. Did you find out anything about that pattern I gave you? Yeah, I did find something. I checked the microfiche at the public library. I found an article about a murder in 1810. The newspaper published part of a pattern found around the body. It looks damn close. You're incredible. All that work. Forget it. So, jetzt haben wir einige Kling-Kling-Kling-Klangs durch. Was sagt denn die Tageszeitung von heute? Times dated June 22nd, 1993. Disgusted with the state of the voodoo murder case, Gabriel turns right to his horoscope. The shadow upon you is no longer reversible. Wonderful. Gut, Dixieland Youth Tanzfestival. Nächste Woche findet in New Orleans die 15. Veranstaltung des Dixieland Youth Festivals statt. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Times dated June. Ja, das hatten wir ja schon. Ja. Wonderful. So, verschiedene inklusive der Bourbon Streak, Talent unterhalten, die vollen Programme finden Sie. So, haben wir sonst noch irgendwas, was uns der Zeitung helfen kann? Nein, anscheinend nur das Horoskop. Gut, dann wollen wir uns mal anschauen. Was war hier? Bücher? Kann man da noch irgendwas nehmen? Gabriel doesn't want to take that. Nein, kann man nicht. Was haben wir denn hier? Voodoo-Artikel? Ja, dann schauen wir uns mal den Voodoo-Artikel an. The newspaper clipping describes a ritualistic murder in Congo Square. It includes a rough sketch of a pattern found around the body. The sketch is very similar to the reconstructed Veve. Das ist zweifelsohne richtig. Sieht wirklich ungewöhnliches Muster, markiert den Mordtatort 1810. Dafür hat sich die Zeitung gut gehalten. Okay, dann haben wir das. Dann hätten wir das Radarbuch. Kann ich mir das auch anschauen? Jawohl. The book contains several pages of radar drum codes. Okay. Grace actually managed to find a book under radar drum code. Was das unterschiedlich ist, wenn ich es mir da... It's a newspaper clipping from the year 1810. Gut, dann schauen wir uns... Was war das doch? Nee, das ist Wolfgangs... Ach, der Brief, ja. Gunther Ritter's diary is leather-bound. Its parchment pages are old and fragile. Wer ist jetzt wieder Gunther Ritter? Keine Ahnung. Gabriel reads through the pages Wolfgang marked. He reads of Gunther Ritter's journey to Charleston as a witch hunter. Hired by the townsmen to solve a series of ritualistic murders. He reads about Gunther's meeting with the beautiful slave woman, Tetelo, and of Gunther's tormenting urges for her. Poor bastard. He reads of their physical union and passion, and of Gunther's investigation into the murders.
The victims were all crew members on a certain slaving expedition to Africa, it seems. The second to the last entry describes Gunter's plan to set a trap for the coven committing the murders. He'd found a name on one of the surviving members of the crew, a man now living in the West Indies. Gunter has spread a false rumor that the man is returning to Charleston. He himself will impersonate a sailor and allow himself to fall into the hands of the coven. Naturally, Gunter has arranged for able-bodied assistants to follow and attack the coven before they can do him harm. Ballsy son of a bitch, wasn't he? Gabriel turns to the final entry of the journal. Was? Gunter Knights letzten Fall gibt es... Okay. Lieber Vater, ich schreibe diese Worte als unzureichende Entschuldigung für den Schaden, den ich unserem heiligen Orden angetan habe. Tetelo, die Frau, von der ich berichtete, ist eine Hexe. Ich habe schwere Verbrechen gegangen. Ich liebte diese Hexe, aber sie hat mich betrogen. Mit der Macht unseres Familienordens habe ich sie befreit und ihr geholfen, die Kolonie zu vernichten. Der Talisman ist verschwunden, Tetelo nahm ihn. Ich kann nur für deine Verzeihung bitten und bete, dass du den Talisman schnell wiedererlangen kannst und dass mein Leiden in der Hölle lange und grausam ist. Dein unwürdiger Sohn Gunter. Ja, also, das ist ja auch ein Ritter gewesen. Und ich nehme mal an, Tetelo, eine farbige Sklavin, und in die er sich verliebt hat. Und irgendwie kommt mir das alles ein bisschen bekannt vor, als wenn wir ein Déjà-vu hätten und dasselbe ist nochmal passiert. Also es kristallisiert sich alles so irgendwie raus, dass vermutlich die Verbindung zwischen Knight und Malia, also Gabriel und Malia, auch in diese Richtung läuft. Und das, was wir von Anfang an vermutet haben, Gedde und Gedde, dass also Malia Gedde irgendwie in den ganzen Voodoo-Kram mit drin ist und vermutlich die Oberböse nachher ist, und er ist ein, ja, verliebt und ja, wie es im Leben halt so ist. So, jetzt gucken wir uns noch den Brief an. Wolfgang's letter says: Dear Gabriel, please read the enclosed journal carefully. It might help you understand your family's special obligations and our current predicament. God be with you, Uncle Wolfgang. Okay. The letter is addressed to Gabriel from Wolfgang Ritter. Hat denn wir uns eigentlich das Foto hier schon angeschaut? The old photograph shows Gabriel's grandfather with two other men. Apparently his German father and brother. So, der Brief, das hatten wir ja durchgelesen. Dann sind wir hier jetzt erst einmal fertig. Falls nicht noch irgendwo was Neues rumsteht. Die Zeitung haben wir uns auch angetan. Kaffee brauchen wir jetzt momentan nicht. Dann war ja der erste Hinweis, dass... Da ist der Typ hier, der hat sicher das Paket abgefangen. War der Hinweis, dass wir zum Professor kommen sollen. Aber das natürlich nicht mehr in dieser Folge. Ich sende euch schöne Grüße aus dem feuchtwarmen New Orleans. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Würde mich freuen, euch auf dem Kanal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye und ciao. Von der Lösung der Uhr mit den Symbolen einmal abgesehen, sind wir dann natürlich in der Folge relativ gut vorangekommen. Zwar konnte uns die Grandma Knight nicht so viel erklären über das Thema Schattenjäger, aber wir konnten dann mit Wolfgang Ritter telefonieren, der sich, wie herausstellt, ein Bruder unseres Großvaters war, und hat uns dann auch über Nacht, das ging ja wirklich schnell, ein entsprechendes altes Tagebuch zugesendet von einem Gunter Knight oder Gunter Ritter, der wohl als Hexenjäger in den Südstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs war und dort irgendwie sich in eine Sklavin, eine wunderschöne Sklavin, verliebt hatte, die wohl eine Hexe war. Das erinnert uns natürlich irgendwie an den aktuellen Zustand. Jetzt wollen wir doch einmal sehen, was hat denn der gute Professor herausgefunden
und was wird dann weiter an Tag 5 passieren? Aber das hier ist auf dem Kanal in der kommenden Folge. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!